du hast immer keinen Bock auf Intro. Ja. Du weißt aber nicht, was passiert ist. Das ist richtig. Und ich habe gedacht, wir müssen mal unsere künstlerische Seite mal rauslassen. Okay. Deswegen werde ich dir einfach eine Starthilfe geben, oder uns beiden. Musikalisch, okay? Musikalisch? Ja, ja. Also, ich singe übrigens sehr schön, wer was anderes behauptet. Also. Mama, I just killed a man. Put a gun against his head. Put my trigger, now he's dead. Oh, Mama, life had just begun. But now I've gone and thrown it all away. Dafür kann ich wohl mal gar nichts. Ich dachte mir, dass du so reagierst. Das sind Lügen, nur Lügen und Verleumdung und so. Ich bin quasi voll unschuldig an dem Selbstmord des anderen Typen. Ich meine, war es willentlich und wissentlich? Nee. Aber naja. Was soll man noch groß sagen? Hattest du eigentlich noch irgendwas gemacht? Du hast mit Martha unterhalten, kann das sein? Ja, ich habe mich mit Martha unterhalten. Ich habe mich mit unserem tollen Vermieter unterhalten. Ah ja, stimmt. Das wäre danach noch. Ich habe den Herrn Satt gesehen, aber mich mit dem kaum unterhalten, weil er schien irgendwie eine Art Blindheit zu haben oder so irgendwas zu tun, als ob. Hm. Und ja. Ah genau, hast ja erst das Bild von Sophie gehabt, was auch nichts bringt in dem Moment. Ja, das war, da ich das einfach als Spieler nicht realisiert habe, dass das dahin führt, ja, das war das so... Das ist sehr schwer zu erkennen. Ich glaube, ich habe mir sogar aufgeschrieben. Gibt ja auch immer bloß die halben Informationen. Das ist einfach ich glaube, ich habe mir sogar aufgeschrieben, wo der Typ wohnt. Wirklich? Ich habe mir nochmal. Du hast das zweimal erwähnt. Gesagt. Ja, eben, du hast das zwei oder dreimal erwähnt. Und es hat auch irgendwas geklingelt, als du das gesagt hast. Aber ich habe einfach das dann wieder übersehen quasi. Und ja, das hat einfach nicht getriggert bei mir. Das ist. Hey, es ist nur ein NPC, kann ja wohl sterben. Der Witz ist, ja klar, Mensch, der Witz ist auch, ich habe das zwei, dreimal erwähnt und das war ohne Grund. Ich hatte da noch nicht das Bild im Kopf, dass das irgendwie dann ein Schlüsselwort sein soll, sondern ich habe das einfach erwähnt, weil, keine Ahnung, wenn ich einschiebe, das ist am Heilmarkt, habe ich Zeit zu überlegen, was da passiert. Und da ich die Stadt halt zum Glück einigermaßen kenne, weißt du, kann ich jetzt halt Orte aus der Realität reinzerren. Das hilft, aber weißt du, ich kann sowas immer jetzt mal verwenden, um euch in den Po zu klatschen oder so. Yep. Um euch aufzurichten auch, natürlich. Ich werde ja jetzt aufhören, dich zu quälen. Natürlich. Ja. Jetzt im Ernst. Gut. Viel Spaß und bleib geil. Jo. David. Ja. Also wenn du ihn nicht rausgeschmissen hättest, hätte Roland auch bei Sophie im Bett gepennt die Nacht. Das ist mir gerade völlig egal, ich brauche jemanden zum Reden. Siehste, perfekt. Ich vermute, ihr habt irgendwann noch ein bisschen von seinem Schnapsvorrat geplündert. Das ist durchaus im Rahmen der Möglichkeiten, ja. Mhm. Der hatte einen ganz besonders tollen, da war hier so ein... Wie heißt es denn jetzt gleich? Da waren so ein paar Haschisch-Dolden, heißt es ja, waren da drin. Das knallt richtig. Das ist dann auf jeden Fall, davon trinkst du dann zwei und dann gehst du direkt ins Bett. Ja, das ist doch gut. Das ist dann quasi der gelungene Abschluss für den Abend. Und das vermindert leicht den Kater, weil du noch ein bisschen intoxicated bist am nächsten Morgen. Ja, läuft doch. Das ist das gute Zeug, warum haben wir das nicht eher rausgeholt? Er hat nicht so viel davon. Du musst auch erstmal einlegen und alles, ist doch nicht so. Ja, das ist ausgesprochen geil, sag ich mal. Du hast natürlich als Fee etwas weniger Kater, aber tatsächlich, ich habe ja gesagt, ihr seid im Wesentlichen immun gegen Krankheiten und so und Gifte, viele Vergiftungserscheinungen. Kater muss natürlich trotzdem sein, das gehört dazu. Aber er ist nicht tödlich am nächsten Morgen. Ist ja schon der 1. Dezember übrigens. Der 1. Dezember quasi. Das ist ja quasi dann bald
St. Martin und so. Was für ein Ding? St. Martin. Was für ein Ding? Ja, eben. Kenn ich nicht. Also hab ich schon irgendwie, da gilt es irgendwie Laternenumzug oder so, ne? Ja, genau. Ja, feiert man ja nicht. Ja, du bist, ne? War mir klar, dass man es bei dir nicht feiert, aber... Ja, dann feierst du es auch in Halle nicht. Also zumindest der Großteil der Leute nicht. Ja, aber das ist mein erstes St. Martin hier. Ja, ich, ja gut. Wann ist das denn für ein Datum? Irgendwie ist das... Boah, keine Ahnung. Aha. Ich glaube, das ist immer zu Nikolaus, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also hier ist der Martinstag, der 11. November. Oh, dann ist er schon vorbei. Was weiß ich denn? Ja. Naja, war schon. Na sicher. Da habe ich also an dem Tag in meiner Butze gesessen und auf Kinder gewartet, die klingeln, das ist keiner geklingelt. Und ich ganz viel Süßigkeiten. Ich bin mir sicher, dass du an dem Tag auch noch ziemlich tot in deiner Bude lagst und gewartet hast, dass Kinder klingeln. Sehr gut. Ich glaube, das fiel da rein. Ausgezeichnet. Denn die sind so Leerstellen in meinem Kalender und vorher und nachher steht was von David Fluch, also vermute ich, dass da stand David tot. Meister? Und dann ist aber bald der Nikolaus quasi. Das stimmt auf jeden Fall. So nämlich. Kennen sie alle die ganzen Feiertage. Du bist ein krasser Boy. Ja. Na gut. Hast du irgendwas vor an dem Tag? Ehrlich gesagt, jetzt nicht mehr. Was hattest du denn vor? Das ist jetzt ja wohl zweitrangig. Da müsste ich mir nämlich jetzt was überlegen, was ich vorhätte, haben wollen. Aha! Aber zufälligerweise ist gerade jemand gestorben und das finde ich gar nicht so prickelnd. Ich rufe mal meine Schwester an. Mit der kann man immer quasseln. Wenn es einem scheiße geht. Wie waren das? Du hattest schon zwei. Ja. Such dir mal eine aus. Warte. Ich muss mal eben kurz in meine Notizen gucken, wie sie heißen. Laura und Katrin. Du hast ja doch genau, einen Bruder. Katrin. Ja, das wusste ich die ganze Zeit. Du hast auch noch einen Bruder. Ach du Scheiße. Ja, das ist... Katrin ist bei mir in der Nähe. Also Laura ist bei mir. Wer ist das die nächste? Na, Katrin ist doch die nach Berlin gezogen ist. Genau, Katrin ist nach Berlin gezogen, also kann ich die auch anrufen in der Nähe. Und wir sind am nächsten Monat dran quasi. Das ist absolut richtig. Warte mal, wo bist denn du eigentlich altersmäßig? Du bist der Älteste. Nee, das ist die Hochzeit der Eltern. Du bist der Jüngste. Ja, das habe ich ja gesagt. Laura ist die Älteste, Stefan ist der Zweite. Ach, das ist dein Geburtstag. Dann komm ich. Ja. Und dann kommt Katrin. Siehst du mal, du bist ja richtiges Nesthäkchen. Na sicher. Abgesehen, dass du es davon nicht mehr warst. Hm. Na gut, also Katrin. Uhrzeitmäßig, wann planst du das so ein? So gegen Mittag, du musst erstmal wach werden. Na gut. Auf dem Roof. Moin erstmal. Wie geht's dir? Ruf ist gut. Du klingst irgendwie, bist du da gerade am Essen oder? Mm. Okay. Ich wollte dich dabei auch nicht stören. Das ist, Ja, ist ja. Moin. Moin. Heute ist Sonntag und es ist mittags. Jo. Und ich dachte mal, ich rufe mal bei dir an. Und du liegst gar nicht besoffen im Feld. Ich, nie. Du auch nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. Hier kommt es nicht so gut. Ich glaube, im besten Fall liegt irgendein Penner neben mir und im schlechtesten, ja, nicht. Liegt ein hübscher Penner neben dir. Hm. Genau. Oh Mann. Was machst du denn? Was treibst du denn so? Also der Grund, warum ich gestern gesoffen habe, ist, dass ich einen Bekannter von mir vor meiner Nase gebracht hat. Was? Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich fahre jetzt einfach mal mit der Twin ins Haus. Ach du Scheiße. Aha. Ist der dumm?
Offensichtlich hat die Gesetze der Schwerkraft wohl ganz gut verstanden. Und kann das so denn gut? Nee, nicht, aber trotzdem kacke, wenn ihr vor einem oder aus dem Fenster springt. Ja. Ist so scheiße bei dir. Eigentlich nicht. Ich wusste schon, dass es ihm scheiße geht, aber dachte mir, ich gehe da mal vorbei und dann sowas halt. Du kannst ja gar nichts für, wenn du das... Ist doch immer so, dass die Leute danach denken, das hätte ich ja sehen müssen, aber kannst ja nicht, gerade wenn du ihn jetzt nicht so gut kennst. Da bist du ja jetzt nicht irgendwie, also... Ich meine, du hast ihn nicht geschubst. Du hast ihn nicht darunter getrieben, also... Da musst du dir keinen Vorwurf machen, also... Wirklich. Ja, trotzdem, das ist... Fühlt sich irgendwie trotzdem kacke an. Also, weiß nicht. Ja, klar, es ist bestimmt nicht schön zu sehen. Ja, vor allem, ne, man hätte ja vielleicht noch was tun können oder, ne, die aufhalten können oder so. Aber... Man fühlt sich schon irgendwie schuldig. Nee, da hast du aber keinen Grund zu. Ich meine, du bist nicht der Grund, warum der mit seinem Leben nicht klarkommt. Das ist ja... Ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie, dass man das so denkt, aber bist ja nicht. Da hat er ja dann offenbar andere Probleme. Oh, krass, offenbar. Oh, stimmt. Und hat er das. Hebt er noch? Naja, wenn er sich umgebracht hat, ne? Ach so, ja. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass, also die haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Das Krankenhaus ist nur 5 Meter weit weg quasi gefühlt, aber das sah schon ziemlich final aus, als er auf dem Boden lag. Gott, die damals nur ein bisschen besser aufgepasst, als wir da die erste Hilfe-Scheiße hatten. Da lernt man das ja. Ja, eine stabile Seitenlage oder sowas wäre vielleicht, keine Ahnung, Dingskirchen. Ja, die stabile Seitenlage, die... Ja, was weiß ich denn? Die ist auch eher für den Helfer, anstatt für den, der da liegt. Damit du nicht in Panik gerätst, weil du weißt, dass du was machen kannst. Wenn du das sagst. Ja. Ja, die hat bestimmt schon so einen Sinn, aber... Dieser jetzt nicht dafür gemacht. Außerdem hast du ja gesagt, das war bloß 5 Meter weit weg. Also ich meine, selbst wenn, egal ob du es gemacht hast oder nicht. Ja, gefühlt. So, weißt also, du, die sind halt quasi ein paar Meter weiter weg, die das Krankenhaus. Die müssen einmal, ja, aber wenn die innerhalb von 4 Minuten da sind, sind die 4 Minuten egal, was du mit dem machst. Du machst es ja nicht schlimmer. Ja, aber vielleicht besser. Ja, 4 Minuten. Naja, und wo? Was gibt's bei dir so Neues? Auch jemand auf dem Gewissen? Nee. Nee. Keine Ahnung, Boah, manchmal komme ich nach Hause und bin schon ein bisschen überfordert. Von sind halt die ganze Zeit überall Menschen. Ich meine, das ist schon cool. Aber die ganze Zeit. Hier sind meine Wände auch nicht gerade so dick. Yay, yeah, und dann haben die Nachbarn die ganze Zeit Sex. Super. Ja, aber du hast sie nicht gesehen. Ist nicht so super. Also wirklich nicht. Dann donnert er die immer irgendwie mit dem Kopf gegen meine Wand. Oh Gott. Ist sie eine Kreischerin oder ist sie eher so die Stöderin?
Ach, beides auch noch. Keine Ahnung, ich glaube, sie ist geknebelt. Dann ist sie jedenfalls leise. Ja, außer dem Kopf halt. Und sein Grunzen ist jetzt auch nicht... Ist es nicht... Bist du sicher, dass er eine Freundin hat und nicht irgendeine Puppe nimmt oder so? Nein. Da wohnen zwei Leute drin, das eine ist ein Mann, das andere ist eine Frau. Und die sehen schon beide so aus wie, ich habe 50 Shades of Grey gelesen, jetzt erlebe ich mal was. Oha. Also die stehen dann immer da auf dem Balkon und schneiden ihre Kresse. Und danach geht's ab. Die schneiden ihre Kresse. Bist du dir sicher, damit dass das Kresse ist? Damit sie was auf ihr scheiß Frischkäsebrot zum Frühstück haben, weißt du? Alles klar. Und dann lesen die da ihre Bild. Und dann geht's rund. Da wird dann der ganze Hass rausgelassen. Yay. Sieht ja richtig spaßig an. Man muss ja auch nicht immer zu Hause sein. Ja, dann musst du auf Party gehen, musst du dir einen fremden Mann anlachen und dann kannst du neben ihm werden. Ist auch gut. Ja, genau. Mach ich ja auch. Oh, lass uns bloß nicht nochmal hören. Die macht sich gleich direkt Sorgen. Ach so, na, es ist schon zu spät. Ich habe ja auch erzählt, wie dann neulich das Gummi geplatzt ist. Puh, hat ich einen Schiss. Ich meine, so sauber sah der jetzt auch nicht aus. Also das war so einer, der hatte einen Spiegel im Schlafzimmer an der Decke, damit er die Action besser sehen kann. Mhm. Aus verschiedenen Perspektiven. Der hat bestimmt öfter Damenbesuch. Du willst es auch wissen, oder? Ich hatte eigentlich gehofft, dass es dich jetzt ein bisschen ekelt, aber... Anscheinend kümmerst du dich gar nicht, was ich mache. Doch, aber... Wenn du meinst, dass du das brauchst... Solange du nicht aus dem Fenster springst... Alles klar. Nee, geht gerade noch so. Ich halte es aus. Man kann, Kopfhörer sind zum Beispiel auch gut. Da kann man wieder zu Hause bleiben. Schön. Oder einfach mal gegen die Wand hämmern, weil dann schämen sie sich ja. Und machen leiser. Dann musst du quasi mal Video quasi von der Wand aufmachen und denen das einfach zuschicken. Ihr Sextape. Nee. Am Ende laden die mich ein oder so. Have fun? Nee. Ist nicht so dein. Was denn? Nee. Du bist in Berlin, da ist das eine Stadt. Ne? Da sind hier Multikulti, die wissen, was die tun, ne? Alle Rechte und so und freie Liebe für freie Bürger und so, keine Ahnung. Fang mal an und erzähl mir, wie es war. Ich bin ja nicht in Berlin. Mein Gott, dann komm halt mal. Ich bin in Halle. Hier ist alles staubtrocken und die Leute springen aus irgendwelchen Fenstern. Ja, wenn sie eine Orgie mit dir hätten, bestimmt nicht mehr. Das, dem würde ich wahrscheinlich einfach mal belangen, hier quasi ohne Umschweife zustimmen. Aber ich hatte jetzt nicht so wirklich Lust, mit jedem in Halle zu schlafen. Aber ich soll. Nur mit deinem Nachbarn, keine Ahnung. Ach so, nur mit deinem Nachbarn, na klar. Ich wohne in der Platte mit 12 Stockwerken, kann man ja mal machen. Den einen bringe ich damit 100%ig ins Grab, aber sonst geht's. Oha, so ein alter Greis? Ja, da. Idee. Und beim Partnern komme ich in den Knast, aber ansonsten ist es eine gute Idee. Ich meinte ja auch nur, du sollst jemanden für dich finden.
Also, musst mich nicht verkuppeln, David. Das hat früher auch gut geklappt. Ja, deswegen haben die Beziehungen alle sehr lange gehalten. Ja, ist schon eine ganz lange Zeit für dein Alter gewesen. Heb dir das mal auf und mach das mal bei dir selber. Und dann hast du auch nicht das Bedürfnis, mal irgendwelche anderen Leute zusammenzubringen. Ach so. Ist aber kacke. Weil das, also, ich war ja auf dem Weg gar nicht zu dem Kumpel, sondern zu seiner Mitbewohnerin eigentlich, weil ich hatte das eigentlich nur als Vorwand genommen, deswegen habe ich so ein schlechtes Gewissen, zu ihm hinzugehen. Um sie halt kennenzulernen, weißt du? Ich glaube, dass da doch traue ich trotzdem nicht wieder auf. Ich darf jetzt nicht sagen, dass sie jetzt ein verletztes Tier in der Herde ist, ja? Ist jetzt unangemessen, oder? Schon, aber kommt das nicht creepy? Wenn du dich nicht dumm anstellst, muss es nicht. Keine Ahnung. Du sollst dich jetzt auch nicht an sie ranschmeißen. Sondern dich nimmt das ja mit. Und du weißt ja, dass es sie auch mitnimmt. Und dann bietest du dich an sie abzulenken. Und wenn sie das will, dann hast du so die Grundbasis. Mein Gott, hast du nie einen Film gesehen? Schon. Denn das war bloß anders. Richtig. Aber wenn einem quasi das so im wahren Leben passiert, dass da einfach mal jemand platsch ja, das macht vor dir, dauert jetzt schon, das, ja, das wäre ja schon ein Langzeitprojekt tatsächlich. Also vermutlich, vielleicht auch nicht. Das ist gar nicht so witzig irgendwie. Ja, das, ja. Sorry. Naja, manchmal, wir werden sehen. Das ist eine lustige Geschichte, die man seinen Kindern nachher erzählen kann. Du wirst lachen, aber damals, ihr Mitbewohner, hat sich das Leben genommen vor meiner Nase. Yay. Ich glaube, das ist keine gute Geschichte. Ja, nicht für die Kinder. Auch für mich nicht. Ja. Was macht dein Studium? Bitte? Was macht dein Studium? Bist du blöd? Naja, dein... Ich studiere nicht, ich arbeite. Ja, es ist doch fast dasselbe. Sorry, ich bin ein bisschen durch den Wind. Ich habe gestern gesoffen und andere Dinge erlebt. Ja, du. Läuft. So, was macht dein Studium ist bei uns so die Standardphrase von wegen, denk mich ab, erzähl mir was. Ach so, läuft. Und bei dir? Erzähl mal. Arsch. Bauer sucht Frau. So ungefähr. Was macht ihr gerade so? Wie? Was machen wir gerade so? Im Studium. Saatgutplanung und Verwaltung. Das ist super interessant. Ja. Aber wichtig ist das ja. Yeah. Und du sitzt ja da und denkst dir, dass das alles übermäßig kompliziert gemacht wird und man da nicht 12 Stunden drüber referieren muss. Ja, manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, die Leute haben einfach keine Ahnung, wovon sie reden, aber immerhin sind ich glaube manchmal, dass die das nur so kompliziert machen, damit und so unpraktikabel, damit sie ihren eigenen Posten rechtfertigen können. Das kann natürlich durchaus sein, ja. Aber sollten die nicht irgendwas Sinnvolles lernen und was auch spannender ist? Ja, danach sollten wir uns alle in den Händen fassen und Weltfrieden schließen. Erstaunlicherweise ist das häufig eine sehr stark vertretene These unter meinen Kommilitonen. Ich weiß gar nicht warum.
Gehen die auch nur im Reformhaus einkaufen? Die, die sich's leisten können. Hm. Die anderen magern ab, glaube ich. Was, ihr habt keinen veganen Tag in der Mensa? Nee, das wurde ja quasi Dings gestoppt. Sollte ja eigentlich theoretisch gesetzlich durchgebracht werden, aber die Grünen haben ja nicht. Ja, es ist nicht verpflichtend, da machen sie das nicht freiwillig für die Umwelt? Bist du irre? Ja, was weiß ich, wie das bei euch läuft? Ich werde definitiv Kühe züchten irgendwann, wenn ich den Scheiß übernehme. Aber nur ein Rind pro Hektar, ne? Scheiß auf vegan. Ja, aber nur ein Rind pro Hektar, damit du mehr abholzen musst, um deine Fläche zu kriegen. Dann ist das Fleisch auch viel teurer. Dann hast du von jeder Kuh, weiß ich nicht, ein Auto. Und es gibt immer Vollidioten, die das kaufen. Die können den Unterschied eh nicht schmecken. Das ist richtig. Aber Hauptsache, die bezahlen den vollen Preis. Ja, klar. Ist mir egal, was sie schmecken. Ja, na klar. Aber dann ist es ja auch egal, ob das irgendwie eine ganz normale Rinderrasse ist. Solange das teuer ist, weil es bloß eine Kuh pro Hektar ist, dann kaufen die es ja trotzdem. Weil es was ganz Besonderes ist. Ich glaube nicht, dass die Leute so gern Kaviar essen, weil es so toll schmeckt. Man könnte auch eigentlich den Preis einfach erhöhen und sagen, es ist was ganz Besonderes. Und sagen, dann machen wir es einfach weiter. Du musst ja schon ausweisen können vor solchen Geldsäcken, dass du irgendwas Tolles machst. Du musst ja dann schon auch irgendwie mit einer Goldbürste striegeln oder sowas. Ich nehme ihr Geld, weil ich Bock drauf habe. Ja, das klappt gut. Bestimmt. Mhm. Kannst du mir da nicht mal was, so eine Art Slogan fertig machen für? Machst du selbst. Nee, dafür such mir ja eine Freundin. Tja, dann mach dir die wohl auch den Slogan. Das ist immer blöd. Na Juti, war schön mal was von dir gehört zu haben, sag ich mal. Beziehungsweise, erzähl mir erstmal, wie es bei dir so läuft. Ja, noch nichts läuft. Was willst du denn da hören? Läuft halt. Ja. Erzähl, Details. Ich lerne viele täglich neue Dinge. Ich lerne neue Facetten in Programmen kennen. Bildbearbeitung macht mir besonders viel Spaß. Vor allen Dingen, wenn es gilt, verschiedene Dinge richtig anzuordnen und Feinheiten noch einmal auszubessern, sodass am Ende alles richtig sitzt. Aber nicht nur das. Auch vor und hinter der Kamera habe ich mich bereits erprobt. Es ist ein Heidenspaß. Alle Kollegen sind fürchterlich nett und ganz und gar daran interessiert, mir etwas Neues beizubringen. Sie schätzen mich als Persönlichkeit, als Individuum mit Fähigkeiten, mit Stärken und Schwächen. Sehr schön. Das klingt richtig schön falsch. Vor der Kamera? Was jetzt quasi als Model tätig? Naja, also es war ein Werbeclip, nur meine Hand zu sehen. Uhu. Und die hat so einen Butterstulpen hochgehoben. Bist du Handmodel jetzt? Und darunter waren dann Pralinen. Das ging 4 Sekunden. Aber klingt anders einfach besser, wenn ich das anders erzähle. Das ist richtig. Du bist jetzt quasi Handmodel und du hast dafür wahrscheinlich 1 Million eingetrieben. Davon kaufe ich dir deine ersten 3 Hektar und 4 Kühe. Die eine zum Sofortverzehr. Sehr schön. Das klingt doch gut. Und gut eingeliebt. Ja, klar. Sehr gut. Auch wenn die Nachbarn stören sonst. Gibt halt immer was, ne? Eben. Ansonsten, ne? Nächstes Mal einfach, wenn die wieder so loslegen, Scrapper umbinden und anklopfen. Und sagen, hier komm. Wird Zeit, dass wir auflegen. Alles klar. Ab sonst erzählst du mir noch von deinen Fantasien und das willst du vielleicht gar nicht. Nein. Ja.
Ich wünsch dir was. Ich hab dich auch so lieb, David. Das ist okay. Jeder kann sich mal was Verrücktes wünschen. Mach's gut. Bis dann. Tschö. Piep. Sehr schön. Ach ja. Gar nicht so aufmunternd, aber immerhin ein bisschen Abdeckung. Sehr schön. Was erwartest du denn? Du hast jemanden umgebracht. Hallo? Ich muss ja so nicht sagen. Also nein, du hast recht. Du hast den Tod von jemandem gesehen. Lass es, das Ding ist doch folgendes. Man denkt nie darüber nach, wie man in so einer Situation damit umgeht. Man nimmt aber immer an, dass man als souveräner, selbstbewusster, intelligenter Mensch, Fee, was auch immer, in so einer Situation einigermaßen die Kontrolle behält. Wenn du einen Menschen siehst, der schwerst verletzt / im Sterben vor dir liegt, und da ist auch noch eine nicht unerhebliche Menge Blutes, ist das tatsächlich sehr verstörend. Und das Kontrollbewusstsein und Kontrollempfinden sinkt rapide in dem Moment. Zusätzlich zu dem Fakt, dass man sich ja Vorwürfe machen könnte. Gelegentlich ein bisschen vielleicht, weil man ja eben die ganze Freude ausgesaugt hat. Ja. Aber später, nein. Entschuldigung. Aber nein, sagst du. Später, so 2-3 Stunden später, also so um 3 oder so, wird übrigens nochmal. Wird nochmal der Vermieter kloppen. Mach Tür auf. Moin, Alter. Wie geht's? Geht so. Komm rein, willst du einen Tee? Habt ihr sowas wie Kaffee, sonst hole ich von unten? Klar, mit Kaffee. Ja, nehme ich auch. Klar, warte, ich muss nur die Karte raussuchen. Geil. Ich hol die halt aus der hintersten Ecke der Schränke. Kaffeetasse, Kanne. Schließlich wichtig, dass in die Teekanne kein Kaffee kommt. Ansonsten bringe ich jemanden um. Ich habe auch unten sonst einfach so einen einzelnen Kaffeefilter, weißt du, so ein Plastikding. Und dann brauchst du bloß eine Tasse beschmutzen. Ach, was? Na gut. Da schmeißt du so ein paar Donuts auf den Tisch. Ich kredenze ihm quasi in einem Kaffeemacher quasi eigenen Kaffee. Selbstverständlich ist es keine Kaffeemaschine, sondern so zum Aufbrühen und dann zum Runterdrücken. Und so. Ja, so ein Ding, ja. Er schlürft genüsslich. Und was gibt's Neues bei dir? Ich wollte erstmal fragen, ich habe mich aber gestern nicht daneben benommen, oder? Nee. An die Dinge, die ich mir erinnern kann? Alles easy. Sehr gut. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Manchmal frage ich dann doch lieber nach. Kann ja sein. Ich bin da relativ schmerzbefreit. Ja, das sagen sie immer. Und dann machen sie mal richtig Party. Jo, tu dir keinen Zwang an. Also solange die Wand noch, solange das Interieur noch stehen bleibt, ist alles gut. Ja, naja, gut. Das. Ich meine, man kann ja mal stolpern. Ja, klar. Oh. Das kann uns allen passieren. Ja. Auch mit der Faust in den Spiegel oder so. Absichtlich sollte sowas ja nicht passieren. Nee, ich habe ja gesagt, stolpern. Muss ich mein Badezimmer kontrollieren? Nee, das habe ich heute früh noch gemacht. Das ist... Keine Ahnung, ob du dagegen gehauen hättest. Nee, wenn... Dass du mir denn so viel kaufen möchtest. Spiegel, Mann. Da muss... Manchmal muss man auch einen kaputt machen. Aber das bringt doch Unglück. Das mag sein, aber... Manchmal
da. Weiß ich nicht. Spiegel sind, weißt du, ich weiß, dass du hier ein bisschen Stress mit der Hauseingangstür hast. Zum Beispiel. Ja, Stress mit Türen hat man alle Hammer durch. Kennt man. Aber vor allen Dingen, wenn der blöde Wichser von Pseudo-Schwiegervater, also der alte, der Vater, von der Kirsche, die du anbetest, ne? Wo du brennst für, wo du einfach schon innerlich abgefackelt bist. Bist schon nur noch so ein Klumpen Asche. Auf jeden Fall. Und der erzählt an seiner Tür, dass er dich nicht reinlassen soll, und erzählt der Tür die schlimmsten Lügen über dich. Das hat man alles durch. Türen, ganz speziell. Aber Spiegel, die quatschen nicht groß, sind aber viel beschissener, denn die zeigen einfach nicht immer die Wahrheit und nur um dich richtig, richtig schlecht dastehen zu lassen. Zeigen sie dir was, was einfach nicht der Realität entsprechen kann. Wirklich nicht. Kann man ihn denn fragen mit Spieglein, Spieglein an der Wand? So quasi wie aus dem Märchen? Na, du kannst es machen, er wird dir aber meistens keine Antwort geben. Oh. Zeig mir, wer es hübsch ist im ganzen Land, und dann sagt er irgendwann anders. Das ist eine Kacke. Haben wir mal gemacht. Bei dem einen Spiegel, wo ich wusste, dass er ein ganz besonders freches Luder ist. Er hat mir einfach einen Kackhaufen gezeigt. Die sind irgendwie beleidigt, glaube ich. Ich weiß aber nicht genau, warum. Weiß ich nicht. Vermute ich deswegen, weil sie irgendwann mal so halb gezwungen wurden, das zu zeigen, was auch andere sehen und nicht das, was sie wollen. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Ich müsste immer noch mal fragen. Was interessiert wie gesagt, mich die antworten ja nicht so frei heraus. Muss entweder jemanden fragen, der Ahnung hat, oder irgendwo nachlesen oder so. Ja, das könnte ich vielleicht mal tun. Einfach just for the lulz. Genau für die. Achso, ich wollte. Entschuldigung, bevor ich es vergesse, hast du mal einen Zehner? Das stimmt. Zum Verschenken. Hausinterne Aushilfe wegen akuter Arbeitslosigkeit, plötzlicher. Also nicht meine, sondern hier für die Frau Hauptnadel. Damit die hier, also ich hätte mal für die einkaufen und der einfach was vor die Tür stellen. Oh. Die Leute nehmen da immer eine Stand, wenn du ihnen was gibst, aber wenn du es vor der Tür stellst, dann greifen sie schon mal rein. Klar. Geil. Ich geh mir ein Zimmer und hol halt das, was ich noch da hab. Ja, tut das in so einem kleinen Umschlag, wo schon ein bisschen mehr Geld drin ist. Was hatte die eigentlich, was macht sie denn? Oder beziehungsweise hat sie denn gemacht? Achso, na, bisher hat sie bei Meckes gearbeitet, hier dort Dingsstraße. Ach Gottchen. Ja. Und das macht sie jetzt nicht mehr, weil? Nichts Genaues weiß ich nicht. Aber irgendjemand muss sie vermutlich ziemlich die Pfanne gehauen haben. Also irgendwelchen Shit über die erzählt haben und dann ging das sogar irgendwie fristlos. Du kannst ja jemanden, wie ist das, du kannst jemanden irgendwie nur einmal irgendwie die Probezeit verlängern oder sowas, ist das jetzt, ne? Und dann musst du einen Riecher anstellen? Darfst du nur zweimal sich beschäftigen, genau. Genau, und das war jetzt irgendwie die letzte Woche oder so, wo es noch ging bei ihr. Die hat vorher auch irgendwo anders, keine Ahnung. Ich glaube, im Burger King oder so. Was, irgendwie sowas in der Richtung. Vielleicht auch in einem Eisladen. Jedenfalls hat da jetzt vielleicht war es auch irgendein Troll oder irgendein Kunde, der an dem Tag vom wilden Hans gebissen wurde. Und der hat da richtigen Shit über die verbreitet. Auch beim Chef und so. Mit Anstrengung, mit Brief oder irgendwas. Und das war nicht schön. Also, anders. Ich weiß auch nicht genau, was sie da gemacht hat. Woher denn? Aber, wenn du mich mal ganz nach meiner Einschätzung fragen würdest, und das hast du ja offensichtlich gerade getan, weil du nicht dazwischen geredet hast, also, ich halte nicht für jemanden, der irgendwie die Sachen macht, die da drin standen. Das sind einfach Sachen,
wo ich kichere, aber wo ich weiß, dass die meisten Leute das nicht so gern haben. Einfach gerade Chefs. Ja, so was wie am Arbeitsplatz wild rumgevögelt, unhygienisch, wie Sau. Und hier unfreundlich Geld von der Kasse irgendwie noch was extra berechnet oder irgendwie solche Sachen. Alla. Richtig schöne Hetzkampagne. Ein Komplettpaket. Quasi zum Mitnehmen. Da hat sie wohl jemanden richtig sauer gemacht. Da hat sie jemanden richtig sauer gemacht. Schön. Das ist natürlich ärgerlich. Ist alleinerziehend, ne? Ja. Wieso? Das ist immer so ein bisschen prekär. Dafür sind wir ja hier da. Wir können Erste Hilfe leisten. Ich finde doch wieder jemanden, bei dem die arbeiten kann. Das ist nicht so das Problem. Bestimmt. So was wie Arbeitszeugnis und so, das ist ja erstmal tertiär. Ja, erstmal ein nötiges Auftreten, dann findest du auch bei so einem kleinen Laden wieder einen Job. Wir suchen ja immer Aushilfen. Den Läden. Ja, die suchen jetzt nicht zwingend Aushilfen mit Kindern, aber das kriegt man hin. Das ist nicht das erste Mal. Gut. Und dass du Kinder hast, musst du in der Bewerbung ja auch nicht schreiben. Ja, sicherlich musst du das nicht. Und wenn sie dich fragen, musst du nicht die Wahrheit sagen. Eben. Jetzt ist es aber so, dass wir in einer Zeit leben, wo man solche Dinge nachprüfen kann, ne? Relativ einfach. Das ist richtig. Sogar ohne, dass du viel dagegen machen kannst unter Umständen. Ja, das ist wahr, das stimmt wohl. Ja, zur Not können wir uns ja mal ein bisschen umhören, wo ein neuer Job fällig wäre. Ah, du, das mache ich schon, das mache ich mit dir schon länger. Das ist nicht so das Problem. Bei mir ist dann nämlich auch nicht mehr so, dass er irgendwie irgendwelche Verdachtsmomente hat oder irgendwelchen anderen Shit. Das ist kein Problem. Wir kennen uns, die wohnt ja auch schon länger als die Zeit. Das sollte kein Stress sein. Ja, eben. Na gut, dann ist ja kein Problem. Ja. Aber auf jeden Fall erstmal danke. Das wird ein feiner Sack Kartoffeln oder irgendwelche anderen Shit. Und da hatte ich erstmal was. Eben. Kommt, für die Kleine wäre es natürlich auch mal kacke. Den Kleinen. Für die was? Was? Für den Kleinen. So. Ja. Ja, das ist der 13-jährige Jugendliche, der die Welt gerade scheiße findet, weißt du? Mhm. Das ist natürlich richtig bitter für den 13-Jährigen. Aber okay. Da muss er halt durch. Ja, mein Gott, ich meine, der lernt dann wenigstens schon mal eine der wesentlichen Weisheiten. Alles ist scheiße. Außer Schnaps. Also das lernt er erst später, aber. Ja, hoffe ich doch. Ja. Wir achten ja aufeinander. Ach, ja, eben. Quatsch. Die säuft ja auch ja nicht, die hat ja auch gar nichts da. Das ist gut. Ja, es tritt immer die Falschen bei sowas. So ist es, Männer. Aber was wollen wir machen? Die Welt ist halt. Die Welt ist nämlich so eine richtige Hure. Aber keine von den Guten, die sich noch Mühe gibt und die weiß, wenn sie die Leute gut behandelt, dann wird sie selber gut behandelt ab einem gewissen Punkt, sondern so eine richtig beschissene Hure, die ohne irgendwie, dass jemand mal bösartig war und die, weißt du, die dann trotzdem sie Geld aus der Tasche klaut, wenn du groß eingepennt bist. So eine ist es nämlich. Naja, die findet schon bestimmt was wieder. Ja, klar. Also, sagst du, sie macht das, die musste schon häufiger quasi Job wechseln? Ist sie denn so unzuverlässig? Ja, das sind. Nee. Also, ich meine, die war unzuverlässig, die hatte ein kleines Kind. So, weißt du, das wird krank. Öfter. Ja, das stimmt. Dauernd also. Eigentlich.
Und ansonsten, das sind jetzt nicht Jobs, wo man nicht auch andere Leute findet. Gerade in einer Stadt wie der hier, wo halt 700.000 Leute rumrennen, die sagen, ich kann neben Studium jobben. Weißt du, in die Kategorie fällt die auch rein. Die ist teurer. Ne? Ja, das ist schon voll. Ach, ärgerlich für sie. Aber wir Studenten müssen auch einen Job finden. Ja, ihr habt ja ganz schön schwer, habt ihr's. Ja. Wisse, nimmst du deinen Zehner zurück? Na, pff. So schwer hab ich's denn doch nicht. Achso, na. Meine Eltern sind ja Großlandbesitzer, quasi. Wirklich? Nein. Achso. Wenn ich das zu laut sage, dann kriege ich mal noch, da meine Eltern Land besitzen, wäre ich adelig und dann kriege ich Ärger. Hä? Na, ne? Wenn unser schöner, wenn dort der Graf das hört. Ach so, na, Landbesitz hat ja nichts mit Adel zu tun. Ja. Naja, meine, bei denen bin ich mir manchmal gar nicht so sicher. Ach so, wenn na, das kommt. Fall, das, ach du, ich glaube, das kommt auch ganz stark drauf an. Ob man Winterkind ist oder nicht. Wie was? Ob man Winterkind ist oder nicht. Nee, ich glaube, das kommt auch ganz stark drauf an, wie sehr überhaupt du was mit dem zu tun hast. Wenn du dich einfach fern von so einer Sache hältst, dann tut dir auch so ein Graf nichts. Der kennt dich auch nicht. Und ich weiß schon, dass du jetzt hier auf dem Wanstern spielst, aber wenn der Wanst nicht viel mit dem Grafen zu tun hat und anderen, ist das die eine Sache. Aber ich meine, wäre ja auch nicht das erste Mal, dass die Kinder für die Sünden ihrer Väter, ne? Also ja, muss ich jetzt aber übertragen sehen, also dann vielleicht für die Sünden ihrer Ziehväter? Oder vielleicht Väter, was weiß ich, was der Vater ist ja nur auch nicht gerade jemand, wo ich sage, okay, das, ne? Ja, ne, aber ist immer ein bisschen materialistisch, wenn man sowas macht. Also, despotisch. Naja. Dafür sind sie ja so. Deswegen sage ich ja, was habe ich dir denn von Anfang an gesagt? Hältst dich einfach raus. Du gehst weg und sagst immer mein eigenes Ding. Und da hast du Ambitionen in anderen Richtungen und schon Friede, Freude und Peniskuchen. Ja, wohl besser war. Besser ist das wohl. Ne? Man macht sich manchmal auch einfach ein bisschen viel Stress. Es gibt ja noch anderes im Leben als Grafen, Fürstentümer und anderes Gerammel. Es gibt doch einfach, weiß ich nicht, in den Club gehen und sich der Hässlichste raussuchen und die nimmst du mit. Die nehmen das noch ernst. Die strengen sich noch. Ja, genau. Die strengen sich halt noch an. Und die freuen sich. Eben. Und außerdem, dass das eigentlich Wichtigste daran ist, ne? Also das klingt jetzt so gönnerhaft und so, klar, aber nee, das eigentlich Wichtige daran ist, der Blick von den Freundinnen, wenn die dann meistens eigentlich sonst ein bisschen begehrtere Klasse sind, weißt du, so anderes Gestell, und die erwarten ja immer, wenn, also anders, du gehst auf so zwei zu und du gehst auf die zu, wo du denkst, das ist die, die nicht als erstes immer angesprochen wird. Was denkst du, wie die andere guckt? Die versteht gar nicht, was da passiert. Ja. Die denkt dann sich, aber ich? Aber dann zerreißen sich das Maul dahinter, ne? Ja, was das wieder für einer gewesen sein muss. Ja, und vor allem, ne, was das für eine Schlampe ist, dass die ja quasi ja jedem weggeht. Ja, das kann auch sein, ja. So ist es. Das sind dann ja immer die Schlimmsten. Das sind die auch mal und so weiter. Den kannst du auch mal. Also der letzte Stolz oder die Eifersucht, das ist immer das Schlimmste bei Frauen. Ja, ja, nicht nur bei Frauen. Eifersucht, das ist so ein Thema. Da. Ach Gott, erzähl mir mehr. Nee. Eifersucht ist ein Thema, wo ich mich ausschweigen muss. Oh. Ist verordnet von ganz oben. Bist du quasi so sehr davon betroffen, sagst du? Nee, wieso? Ja, hätte sein können. Dass du deswegen halt Stallorder gekriegt hast. Nee, also dieses hier Quatsche von wegen, du bist der Satyr und deswegen bist du hier und so Eifersucht, deswegen hast du damit nie, pass auf. Ich habe in meinem Leben vermutlich
ziemlich viele Vaginen penetriert. Außerdem Anüse. Ich habe vermutlich ziemlich viele Schwänze gelutscht. So. Erinnerung ist tödlich, aber zumindest in der jüngeren Zeit hatte ich eine glückliche, lange, wunderbare Beziehung, bei der von Anfang an klar war und im Einverständnis, dass A, ich nun mal ein alter Huflattich bin und B, wir keine Menschen sind. Das heißt, es kann mal was nebenbei geben, aber es ist nie was Ernstes, das ist nie was Festes. Das ist mal so was, huch, Penis reingerutscht, war schön. Wiedersehen, ich muss es bitte zu meiner disconnected from your channel. Alles klar. Ich wollte da ja gar nicht. Also. Nee, ich sag dir, das kann ich dir auch nur als Rat geben. Es ist schön, wenn man ein Zuhause hat. Weißt du, da gehst du rein, weißt, wo alles ist. Es ist angenehm, es empfängt dich warmherzig und freundlich. Es ist einfach dein Zuhause. Und wenn du mal auf Reisen gehen willst, dann gehst du mal auf Reisen. Du musst es bloß vorher deinem Zuhause erzählen und das muss einverstanden sein. Und das sind die doch auch. Na, das klingt doch super. Beneidenswert. So ist es. Na gut, meiner. Ich mach mal erstmal auf den Weg. Ich danke dir für die Okta. Kein Problem. Und ich bin ab und zu jetzt mal öfter hier, ne? Ja, gerne. Mal gucken, wie du dich so machst, mein Junge. Hau rein. Hoffentlich gut. Ja, sicher. Ich würde gehen. Jo. Aber noch am selben Tage wirst du erneut, denn es gibt ja ständig, also bei mir ist ja offensichtlich der Abend damit gefüllt, dass irgendwelche Leute bei euch vorbeikommen. Das ist ja okay. Pass auf. Noch an dem Tage des Abends, es dunkelt bereits, erhältst du nochmal Besuch. Der steht oben für deine Wohnungstür und ich meine oben die Wohnungstür auch tatsächlich klingelt. Hallo? Bitte? Hallo? Gut. Vor dir steht ein Menschenweib, das dir im ersten Moment bekannt vorkommt. Kannst nicht genau zuordnen. Der zweite Blick verrät, pass auf. Das ist die Frau Soff ohne ihren Feenschein mit etwas weicheren Gesichtszügen, die Augen liegen etwas weniger im Dunkeln. Das Einzige, was auffällt, ist, dass die Augenbälle extrem, der Glaskörper extrem weiß ist, ohne Kapillaren und sowas, ohne Verfärbung. Aber sie wirkt allgemein etwas weniger ausgezehrt, etwas weniger biestig und so weiter. Sophie, meinst du? Nee, Lady Soff. Also Baroness Soff. Allein. Oh Gott! Eilund quasi. Ja. Leibtsch. Ich verbeuge mich ein bisschen vor ihr und Das ist nicht nötig, David. Treten Sie an. Da kann ich Ihnen was anbieten. Ein Tee wäre nett. Gerne. Sie trägt übrigens einen Mantel, den sie jetzt natürlich auszieht. Das ist ein typischer schwarzer Stoffmantel. Darunter hat sie einen schwarzen Rock mit Seidenstrümpfen derselbe Farbe und irgendwelche Winterstiefel mit Absätzen. Und so eine schwarze Bluse und eine Weste. Ja, das geht aber nicht mit einer schwarzen Bluse. Das ist eine weiße Bluse mit einer schwarzen Weste drüber. Die Haare hochgesteckt. Aber nicht ganz so streng, dass man sagt, es ist offenbar die Sekretärin. Von Pornhub. Ja, die kommt dann auch in die Küche und setzt sich. Ja. Ne? Aus griechisches Tee zeremoniell. Also, ne, kein Problem. Tee wird gemacht und wie komme ich zu der Ehre, Baroness? Ich wollte dich fragen, wo Thorald ist.
Er ist auf eine Reise gegangen. Und wo führt ihn seine Reise hin? Nun, ich hoffe wieder zu uns nach Hause, zu uns, aber... Das hoffen wir alle. Das weiß wahrscheinlich nur er und der Traum. Es ist wirklich unheimlich wichtig, hat er irgendetwas erwähnt. Das Gröbste kann helfen, oder weißt du, zumindest die Richtung, in die du jetzt laufen müsstest. Wurde die Verbindung ist komplett abgerissen, ne? Nee, noch nicht. Aber du müsstest jetzt ein paar Minuten überlegen und dann würdest du sagen, rechts, aus der Tür rechts. Es ist schwierig, momentan ihn zu lokalisieren. Er scheint recht abwesend zu sein. Thorald hat etwas gesehen, bevor er aufgebrochen ist. Es ist enorm wichtig. Es handelt sich um die Vampirtätigkeit. Deswegen ist es extrem wichtig, dass ich ihn finde. Und es gibt kaum eine Möglichkeit, außer natürlich dich und Sophie. Mhm. Das heißt, alles, was er vielleicht gesagt haben könnte, bevor er aufbrach, wäre enorm hilfreich. Entschuldigen Sie, wenn ich frage, Vampirtätigkeit? Es gibt Vampire? Okay, ja. Es gibt Feen, aber oh Gott. Das Thema hattet ihr schon, ne? Ach ja, richtig, stimmt. Ja, hatten wir. Dass die in Leipzig dafür zuständig ist, dass die sich dort nicht ausbreiten, damit Halle für immer frei bleibt. Oh ja, richtig, da war was. Okay, ich hoffe nichts Dramatisches. Ich kann versuchen, ihn zu erreichen, allerdings, wie gesagt, ist er auf Reisen seines, um sich selbst und das Band zu erneuern. Und er wird deswegen auf keinen Fall einem Treffen mit einem meiner Vasallen zustimmen. Und ich verstehe das aus seiner Perspektive. Ich verstehe, dass es für ihn wichtig ist, den Eid zu halten und sein Versprechen an den Traum zu erneuern. Ich verstehe es, dass ihr ihm wichtig seid. Aber hier geht es tatsächlich um ernsthafte Dinge. Und eine halbe Stunde seiner Zeit auf dem Weg seiner Reise darf ihm hier nicht zu teuer sein. Nun, ich kann versuchen, ihn zu erreichen. Das wäre sehr freundlich, wenn du es versuchtest. Ich nehme mein Handy und versuche ihn mal anzurufen. Ja, der wird herangehen. Das sind so die hoch Frage. Oder tief? Hoch natürlich, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Nee, ist sie nicht. Schade. Hätte das jemand geahnt, hätte ich tief gesagt. Ja, hätte ich hochgewürfelt. Wahrscheinlich. Ich schreibe ihm quasi eine SMS. Mhm. Dass er sich bitte ganz dringend bei der Frau Soft melden soll. Haben Sie eine Handynummer? Fräulein Soft? Ja, oder? Ich, eine Sekunde. Sie gibt dir hier das gute alte, ich habe schon wieder vergessen, welches war, aber du weißt welches. Nee, die gibt dir direkt das Handy in die Hand und sie gibt es dir wie jemand, der länger braucht, jetzt die eigene Nummer rauszusuchen, anstatt wenn du die durchs Menü klickst. Yay, sehr gut. Ja, ich klick mich dann halt durch dieses schwarz-grüne Display wahrscheinlich. Ja. Yay. Und schick ihm quasi per SMS dann noch ihre Nummer. Schreib ihm halt noch hin, dass es extrem wichtig erscheint und
es um ihren Tätigkeitsbereich geht. Okay, das ist jetzt auf technologische Art und Weise die einzige Art, wie ich ihn erreiche. Ich bin noch recht unschlüssig, also ich gebe ihr das Handy dann zurück. Gibt es Möglichkeiten, ihn über meinen Band zu ihm zu erreichen? Sie haben damit sicher mehr Erfahrung als ich. Möglicherweise. Dann das müsste ich nochmals prüfen. Es ist relativ gefährlich jetzt, da es so dünn ist. Aber David, jetzt wo ich hier bin und ich danke dir, möchte ich doch wissen, wie es dir geht. Nun, es ist alles ein bisschen neu und ungewohnt. Natürlich. Ich habe mich gefragt, als ich diese Treppen hier hochkam und ich sah den Satyr, ich sah den Slua, die Rotkappe, die Menschen. Ich dachte an Thorald. Bin ich die Erste, die dich gefragt hat, wie es dir eigentlich geht? Nein. Das ist schön. Ich fühle mich hier sehr aufgenommen. Es ist eine nette Gemeinschaft. Aber vielen Dank, dass Sie fragen. Die Sache ist die, ich hatte das Gefühl, dass alle mit dir ihre Pläne hatten. Was an diesem Punkt deines neuen Lebens tragisch wäre, jetzt da du endlich frei bist nach tausenden Jahren, in der du immer auf der Flucht warst vor meinem Haus und dem Dougals. Nun, das ist wohl richtig. Und jetzt, wobei ich mich an die Flucht nicht wirklich viel erinnern kann, dementsprechend gab es da mit Sicherheit auch schöne Momente und freie Momente. Denn bei aller Liebe und bei allem Respekt, ihre Überwachung und ihr Bestreben, mich zu finden, war ja offensichtlich nicht sehr erfolgreich. Das stimmt. Ich frag mich, wie das für dich war, denn ich kam nach einer kurzen Unendlichkeit, von der ich nichts mehr weiß, zurück in diese Welt als Fremde, als Flüchtige. Und du hast viele Leben hier verbracht und die Welt aus der Entfernung gesehen, wie sie sich gewandelt hat, wie Menschen den Traum einerseits vertrieben haben und ihn durch neue Wunder wieder neu erfunden haben. Aber du hast diese Wunder nur aus der Entfernung gesehen, du hast den Menschen nicht helfen können, du konntest kaum einen Beitrag leisten, obwohl du früher solche unglaublichen Schätze geschaffen hast. Nie wirklich irgendwo zu Hause, nie ganz am Leben. Wie war das? Ich weiß es nicht genau. Vermutlich war es genau das Richtige in diesem Moment. Es wäre das Letzte, was ich tun würde, den Traum abzusprechen, dass er nicht einen Plan für mich hätte. Wie für uns alle wahrscheinlich. Ich selbst bin vorsichtig mit dieser Annahme. Ist dem so? Ja, ich glaube, der Traum ist das Medium, durch das wir leben.
und das Medium, das wir einst waren. Aber ich denke, es ist gefährlich, sich darauf zu verlassen, dass der Traum die Dinge richtet, weil wir uns dann auch gleich zurücklehnen könnten und warten, bis die Dinge passieren. Weil wir dann mitgerissen werden im Strom der Ereignisse. Natürlich. Aber wenn wir, wie das heißt so schön, unseres Glückes eigener Schmied sind, ist doch vielleicht das, was der Traum von uns verlangt und beabsichtigt, dass wir das tun. Die eigene Idee, die eigene Intention, irgendwas zu erstreben, ist vielleicht genau das, was der Traum von uns erwartet, dass wir das genauso tun. Siehst du, und genau da sah ich die Befürchtung, denn ich habe nicht alles, aber doch einiges mitbekommen. Eine Eshu hatte Pläne für dich, Thorald hatte Pläne für dich, unser Graf hat Pläne für uns alle und Sophie hat Pläne für dich. Bist du deines Glückes Schmied, David? Ich denke doch. Was sind denn Ihre Pläne für mich? Du lebst nicht in meiner Baronie. Ich habe keine Pläne für die Feen, die hier leben. Interessant. Aber natürlich wäre ich hoch erfreut, wenn du nicht als Vasall, als Bürger in meiner Baronie einziehen würdest. Nun, ich muss gestehen, dass ich die Nacht mag. Entsprechend schien es mir da ein wenig gefährlich. Meinen Sie nicht auch? Es gibt andere Gefahren, als es sie hier gibt. Und teils sind sie tatsächlich, sie führen schneller zum Ende. Aber natürlich achten wir auf unseresgleichen, so wie es die Leute hier tun. Wir haben andere Möglichkeiten. Und auch muss ich mich fragen, jetzt, wo es dir schlecht geht, da du hier vor mir sitzt, nach einer Nacht ohne Schlaf und ohne süßen Traum. Wo ist Sophie jetzt, da du ihre Freundschaft brauchst? Wo sind die Menschen jetzt, von denen du sagst, sie sind dir Halt? Versteh mich nicht falsch. Ich möchte Sophie nicht wirklich in Misskredit bringen. Sie ist ein Orakel. Die Menschen betrachten Orakel teils als egoistisch, das ist aber falsch. Sie suchen nach Größe im Traum und sie suchen nach der Größe, die sie in die Welt bringen können. Sie suchen nach der Wahrheit der Zukunft und der Wahrheit der Vergangenheit. Die Frage ist nur, ob die, die sich in ihrem Bannkreis befinden, die Chancen aufgeben wollen, die ihnen offen stehen. Ob es das wert ist, erneut ein Leben zu opfern, erneut vielleicht in die Flucht geschlagen zu werden, tausende Jahre über Hügel, Steine, ohne Bett und ohne Nachtmahl, zu kämpfen, einen Kampf, der nicht deiner ist, sondern eines anderen Kampf. Es ist nämlich in Ordnung, ab einem Punkt, wo man pflichtschuldig all die Taten der anderen vollführt hat, wo man für ihre Ziele gekämpft hat, zu sagen, dies jetzt hier ist mein Leben und ich werde es gestalten. Ich werde es füllen mit meinen Wünschen und meinen Träumen und ich werde Großes erschaffen für mich. Das wäre doch ein bisschen egoistisch, nicht wahr? Wir sind doch eine Gemeinschaft, die hier zueinander füreinander da einsteht. Und Freunde, auch wenn sie fern erscheinen, sind doch immer nah und geben einem Kraft und Halt, auch wenn sie nicht an einem Tisch sitzen. Du musst sie verteidigen, David. Ich verteidige niemanden. Doch.
ich verstehe auch, warum. Versuche ihnen zu erklären, was ihnen fehlt. Nein, du versuchst deine Investition in der Vergangenheit vor dir selbst zu rechtfertigen. Das Leid, das du auf dich genommen hast, die Tode, die du gestorben bist. Das gehört zum natürlichen Kreislauf dazu, nicht wahr? Auf einen natürlichen Weg, dass man lebt, stirbt, dass man geträumt wird und wieder, dass es man wieder Wachzustände gibt, wo es keinen Traum im Jetzt sofort gibt. Ja. Es ist ein natürliches Kommen und Gehen. Und wir können nur hoffen, dass wir, wenn wir uns bei Bewusstsein befinden, in der kurzen Zeit, die wir hier haben, dass wir dann für eine Gemeinde, die wir schätzen, und für uns selbst etwas erreichen. Und ich kann nichts weiter als hoffen, dass du auch etwas für dich hast, dass du die Zeit hast, etwas für dich zu erreichen und nicht nur fremden Zielen nacheiferst, nicht nur in fremde Pläne verwickelt wirst. Ja, ich sagte, ich hätte dich gern in Leipzig. Und natürlich hätte ich Arbeit für dich, Arbeit, die bezahlt wird. Du wärst ein Angestellter, jemand, der etwas lernen kann, jemand, der vielleicht ein paar der Antworten findet, die man sucht, wenn man neu als Fee erwacht, jemand, der sich entscheiden kann, eigene Ziele zu finden, für diese zu kämpfen und nicht in einen Strudel gezogen wird von Schuldigkeit der Vergangenheit. Aber den neuen Strudel der Schuldigkeit der Gegenwart. Es ist, man ist immer irgendwo irgendwem was schuldig. Immer irgendwie wem verpflichtet und auch sei es nur dem eigenen Gefühl. Und ich glaube, wenn man ganz tief in sich hineinhorcht und fragt, was einem wichtig ist, dann wird man die Antwort immer bald finden. Dann hoffe ich, dass du diese Antwort für dich finden kannst, wenn du das noch nicht hast, und dass du dich lösen kannst von dem Gedanken, dass du etwas tun musst, weil du es immer so war und weil du jetzt nicht mehr zurück kannst. Das ist das Schöne daran, wenn ein neues Leben beginnt. Man steht, an dem stehen immer wieder alle Fenster offen und alle Türen. Hast du die gerade beleidigt, Alter? Die können nur nicht durchfetten, die können, ne? Also, ein wenig vielleicht. Sheesh. Sie blickt dich kurz an, also ihren Weichen, trinkt einen Schluck Tee. Vielleicht nehme ich Ihr Angebot an, das ist eine interessante Herausforderung, einen anderen Hof, eine andere Stadt zu sehen. Es klingt interessant. Du wirst wissen wollen, warum ich dich dann nicht verteidigt habe, als ihr verurteilt wurdet wegen Schamhain. Ich habe dem Urteil voll und ganz zugestimmt, weil ihr schweren Schaden angerichtet habt, um nichts weiter zu tun, als etwas bekannt zu geben, als nichts weiter als ein Zeichen zu setzen, und dafür haben wir schweren Schaden erlitten. Wir müssen jetzt über Wege kommunizieren, auch in meiner Stadt, die für die Menschen zurückzuverfolgen sind. Kommunikation, die abgefangen werden kann, Kommunikation, die unsicher ist. Oder wir müssen Boten senden, die dann wiederum in Gefahr geraten, vielleicht sogar gefasst zu werden. Es ist kein Spiel. Und es war es nicht wert,
dieses Maß an Zerstörung über uns zu bringen. Man hätte sicherlich auch anders auf irgendeinem Wege, der noch offen stand, eine Prophezeiung verkünden können, ohne so viele in einen Strudel der Zerstörung zu reißen. Diese Wege stehen uns bestimmt offen. Nur das Problem war, wir haben auch nicht ganz genau gewusst, wie viel Zerstörung wir anrichten werden. Es ist etwas ausgeufert. Ja. Denn noch als Mündling wirst du wieder in eine dieser Sachen hereingezogen, die noch größer sind als du. Ich sagte ja, es ist an der Zeit, dass du dich fragst, um deinetwillen, ob dies wirklich dein Kampf sein muss. Sollte nicht die natürliche Ordnung des Traums unser aller Belang sein? Ich glaube, dass, und das glaube ich tatsächlich, wir sehr vorsichtig sein sollten damit, wenn wir glauben zu erkennen, was die natürliche Ordnung des Traums ist. Wir sind ihm so fern, wir verstehen kaum etwas, was vor sich geht. Kaum. Dem stimme ich zu. Die Welt hat sich so stark gewandelt. Wir sind gerade einmal 60, 70 Jahre wieder hier. Wir können überhaupt nicht uns anmaßen, dass wir etwas verstehen. Sicherlich ist es wichtig, nach Wissen zu suchen. Ich bin schon häufiger hin und wieder mal da gewesen. Und stets hatte ich dieses Gefühl, was ich tun muss, irgendwo in mir drin. Wenn dieses Gefühl mich in meinem letzten Leben dazu brachte, zu kritisieren, was ich kritisiert habe, dann erscheint mir das richtig gewesen zu sein. Zu dem Zeitpunkt war es richtig. Vielleicht ist es jetzt im Nachhinein falsch. Vielleicht habe ich mich geirrt, wer weiß es schon. Aber wenn dieses Gefühl im Inneren, ganz tief Inneren, man muss sehr, sehr tief in sich hineinhören, wieder da ist, wer bin ich, es in Frage zu stellen? Du bist kein Satyr, der sofort dem inneren Drang lauschen muss. Sofort. Es gilt auch, die inneren Wünsche und Begierden zu analysieren. Und zu zügeln. Teils. So wie es für mich nicht nur gilt, Rotkappen ihren Begierden nachgehen zu lassen. Eine interessante Geschichte. Die erste Rotkappe, eine Fee, die sich entschied, eine Rotkappe zu sein. Die Blutdurst entwickelte an Mensch und Vieh. Sie wuchs und wuchs. Ihr Name war Kitawa. Irgendwann war ihr Hunger so groß, dass sie Seen und Flüsse trank, Wälder fraß, die Tiere und die Menschen, das kaum ein Halten gab, und sich viele, viele Feen an den Rand der Selbstzerstörung brachten, um Kitawa in viele Horden von Rotkappen aufzuteilen, auf dass sie einen Platz haben in der natürlichen Ordnung. Die Vernichtung und Gefressen gehört dazu, aber nicht die vollständige Zerstörung. Es ist wahr, dass ich vielleicht ein anderes Urteil bezüglich
der kleinen Rotkappe gefällt hätte. Aber es ist trotzdem wichtig, dass die Rotkappen sich erinnern, dass ihr Hunger nicht gestillt werden darf. Begierden gilt es zu zügeln und man muss sie verstehen. Was hast du richtig gesagt? Ich verspreche dir, David, dass der Tag kommen wird, an dem Sophie, ohne es zu wollen und ohne es zu wissen, vielleicht dir das Herz bricht. Er wird bald kommen. Und dann hoffe ich, dass du dich von der Vergangenheit lösen kannst und für dich neu erkunden willst, was dein Zweck und dein Ziel hier ist. Ich sage nicht, dass ich die Richtige bin, um dir alle Fragen zu beantworten. Ich sage dir, dass dir ein Hof offen steht, dass dir eine Stadt offen steht, in der du Leute fragen kannst. Es gibt nicht nur diese Welt hier für dich. Vielen Dank für dieses Angebot. Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich hoffe, dass der Tag, an dem man mir das Herz bricht, noch ein wenig weiter hinweg so ist, als Sie es meinen. Ich weiß nichts. Es ist keine Prophezeiung. Ich bin kein Orakel. Es ist einfach nur das Wesen von den mächtigsten aller Figuren, dass sie ihre Umwelt in den Abgrund stürzen. Dann trinkt sie aus, erhebt sich graziös. Ich danke dir für deine Hilfe, David, wenn Thorald sich meldet. Ach nein, du hast ihm ja diese Adresse gegeben. Ich danke dir für deine Hilfe. Immer wieder gern. Und sollten Sie in Erfahrung bringen, dass ich Ihnen noch helfen kann, ihn zu kontaktieren? Nun, wenn es wirklich wichtig ist, werde ich Ihnen diesen Gefallen gerne tun. Ja, du weißt, dass es für mich nicht immer leicht ist, in die Außenwelt zu treten. Vielleicht tut es einer meiner Vasallen. Da wäre nur noch eins. Selbstverständlich. Es geht von den Menschen erfunden das Wort um, dass man sich selbst vergeben muss, damit die anderen einen vergeben, David. Es ist falsch. Du kannst dir nicht vergeben, was mit diesem Jungen passiert ist, bevor dir nicht die anderen vergeben. Wenn du dich stellen möchtest, seiner Familie zum Beispiel, um ihnen die Wahrheit zu erzählen, dann zögere nicht, mich zu fragen, sie es nachher vergessen zu lassen. Denn du willst natürlich keinen Bruch des Escherz. Das ist eine ausgesprochen nettes Angebot. Das kommt sehr früh und es ist nicht lang genug her. Ich sagte nur. Vielen Dank. Ich danke für deine Gastfreundschaft und deine Hilfe. Immer wieder gern. Dann zögert sie noch kurz und geht zur Tür. Ja, ich würde mich auch wieder bei ihr quasi ein bisschen kurz verneigen, bevor sie rausgeht. Sie nickt dir fast zärtlich zu. Und dann geht sie runter. Nein, sie vergisst nicht ihren Mantel. Das war mir schon klar. Mir bis gerade nicht. Das Zögern kam übrigens daher, dass sie gewohnt ist, dass die Türen für sie geöffnet werden. Aber das weiß David ja nicht. So, ja. Ich hätte ihr aber in den Mantel geholfen. Wo ist das nicht? Guckst du eigentlich nach, also aus dem Fenster unten raus? Also ich meine, du siehst ja gerade von deinem Zimmer, siehst du ja eure Hauseingangstür. Ja, aber wenn dann nur zufällig.
Sie hat wohl einige Probleme, unten die Hauseingangstür zu öffnen. Dann flüstert sie der Hauseingangstür etwas zu. Und dann geht sie. Ausgezeichnet. Die nächsten 2 Wochen mindestens wirst du unten an der Hauseingangstür keine Probleme haben. Sie wird nur kurz aufschluchzen. Alter Schwede. Juri, machen wir erstmal Schluss. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Delly Dorftrottel und anderen. Das war natürlich jetzt super plump, aber 10 Minuten am Abend, bevor ich mit Daddy losgelegt habe, habe ich eine Antwort von Flummi erhalten, dass ich sowohl die Spielerin als auch den Charakter endlich soweit hatte. Denn ich habe vor langer Zeit gesagt, ich habe David da, wo ich haben will. Ich muss es noch so viel dahin bekommen, wo ich sie haben will, und das ist deutlich schwerer. Das heißt, ich hatte da das Info und dann fiel mir ein, wenn das jetzt also alles so klappt, übernächste Folge erst übrigens, ja. Dann brauche ich eigentlich, ich muss David helfen, zweifeln zu können. Und obwohl ich Daddy das zutraue, war es ja nun mal schon alles so aufgesetzt, dass die beiden Charaktere verbunden sind und echte, wahre, geilste Freundschaft über tausende Jahre hinweg. Und dagegen, da Zweifel einzubringen, das ist dann nicht so leicht. Deswegen brauchte ich da halt einfach noch ein bisschen Hilfe und so eine feine Baroness, die ist auch immer hilfsbereit. Natürlich habe ich deswegen nicht ihn argumentativ so an die Wand gedrückt, wie es mir gewünscht hätte. Und b, Riesenfehler, sagt die Alte, ich will Sophie nicht wirklich in Misskredit bringen. Habe ich mir schon direkt gedacht, als ich das gesagt habe, Trolli, du bist halt einfach ein Napfkuchen. Na gut, müsste man besser vorbereiten. Aber es hat, denke ich, ausgereicht. Also ich weiß, dass es ausgereicht hat. Ja, auch besser gewesen, wenn ich die schon eher eingeführt hätte, sobald Sophie weg ist. Also jetzt die Sof um. Ne, damit die nicht nur auftaucht, kurz bevor es rumpelt, sondern davor schon, aber. Naja, ich wusste ja nicht, wie sich das entwickelt. Ging halt nicht anders. So. Genau, das war's. Jetzt noch eine Folge Sophie Reise. Und dann kommen die wieder zusammen. Bis zum nächsten Mal.